Guten Morgen Ihnen allen und herzlich willkommen zum Gottesdienst heute am 4. Advent. Einen guten Morgen Ihnen und einen guten Morgen allen, die vor den Bildschirmen sitzen und diesen Gottesdienst mitfeiern. Die vierte Kerze ist angezündet. Wir feiern diesen Gottesdienst heute mit dem Wochenspruch, der da lautet: Freut euch dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nahe. Amen. Wir sind hier gemeinsam im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hören Sie Worte aus dem Evangelium des Lukas, der Lobgesang der Maria, wie abgedruckt in der Gottesdienstordnung. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen.
Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, können wir einstimmen in den Jubel derer, die sich freuen über die Verheißung, dass Gott in einem Kind in unsere Mitte kommt? Oder sind wir zu gefangen in unseren Enttäuschungen, zu traurig, zu festgelegt oder müde geworden? Finden wir Hoffnung in Gottes Gegenwart? Finden wir Hoffnung hier heute Morgen im Haus der Kirche, inmitten von Schwestern und Brüdern, im Fragen, im Hören, im Lob, im Singen? Gott, lass uns nicht müde werden in diesen Zeiten und an diesen Zeiten. Und vergib uns unsere Zaghaftigkeit, in dir zu leben, unsere Vorurteile. Vergib uns, woran wir schuldig geworden sind an unserem Nächsten und an dir. Herr, erbarme dich. Im Dunkeln dieser Welt zünden wir Lichter an, die Kerzen, zum Zeichen der Hoffnung und des Lichtes. In die Kälte und Verlorenheit dieses Lebens gibst du uns, Gott, ein Zeichen deiner großen Hoffnung im Kommen deines Sohnes, Jesus Christus, unseres Heilandes. Du hast uns zugewandt in Jesus Christus. Aus seiner Vergebung können wir leben. Euch ist eure Schuld vergeben. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten. Zeichen deiner Gegenwart, barmherziger Gott, sind überall spürbar in der Welt. Nicht immer wissen wir, was sie uns und unserem Leben bedeuten. Leite uns den Weg zur Klarheit. Umfange uns mit deiner Liebe, dass wir das Neue um uns herum erfassen und begreifen, das du in unser Leben bringst, das Licht, die Freude, das Vertrauen. Dir vertrauen wir uns an in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie Platz. Schriftlesung Lukas 1, 26 bis 38. Die Ankündigung des Engels. Elisabeth war im sechsten Monat schwanger. Da schickte Gott den Engel Gabriel zu einer Jungfrau in die Stadt Nazareth in Galiläa. Sie war mit einem Mann verlobt, der Josef hieß und ein Nachkomme Davids war. Die Jungfrau hieß Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, Gott hat dir seine Gnade geschenkt. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak über diese Worte und fragte sich: Was hat dieser Gruß zu bedeuten? Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria. Gott schenkt dir seine Gnade. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er ist zu Großem bestimmt und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vorfahren Davids geben. Er wird für immer als König herrschen über die Nachkommen Jakobs. Seine Herrschaft wird niemals aufhören. Da sagte Maria zu dem Engel: Wie soll das möglich sein? Ich habe doch noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Engel antwortete: Der Heilige Geist wird auf dich kommen. Die Kraft des Höchsten wird dieses Wunder in dir bewirken. Deshalb wird das Kind, das du erwartest, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, auch Elisabeth, deine Verwandte, erwartet einen Sohn trotz ihren hohen Alters. Sie ist jetzt im sechsten Monat schwanger und dabei hieß es, sie kann keine Kinder bekommen. Für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich diene dem Herrn. Es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Da verließ sie der Engel. Hier endet die Lesung. Thank you.
Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes mache aus uns hier eine Gemeinschaft im Heiligen Geiste. Amen. Liebe Gemeinde, bald ist es soweit. Weihnachten. Ich habe in diesem Jahr schon sehr früh einen Tannenbaum gekauft, aber nur weil gesagt wurde, dass es bald einen Tannenbaummangel gibt. Aber da müssen noch viele Karten geschrieben werden und Briefe und E-Mails und Telefonate und Geschenke eingekauft. Und wir einige von Ihnen es vielleicht auch noch tun müssen, Weihnachten vorbereiten, überlegen, wer kommen kann, wer nicht kommen kann und die ganzen Dinge, die es noch zu tun gibt. Aber wenn ich über Weihnachten und die besondere Geschichte nachdenke und auch über die Menschen, die zu Weihnachten gehören, so hatten sie auch eine ausgefüllte, um nicht zu sagen stressige Zeit, zum Beispiel Maria. Zuerst kommt der Engel zu ihr, wie wir es heute gehört haben, und sagt ihr voraus, dass sie die Mutter des Heilandes werden würde. Und dann eilt Maria zu ihrer Cousine Elisabeth, die in einer anderen Stadt wohnt, und kehrt dann bald wieder. Und dann ziehen Maria und Josef von Nazareth nach Bethlehem und später fliehen sie aus Angst vor Herodes nach Ägypten. Auch eine ganz schön bewegte Zeit. Wir übersehen das oft, weil unser Blick manchmal an der Krippe hängen bleibt. So ist es ganz wichtig, dass es einen Sonntag im Kirchenjahr gibt, der Maria geweiht ist. Das ist der vierte Sonntag im Advent. Maria, die Jesus aufzog, die ihn begleitete ein Leben lang. Die Mutter von Jesus. In unserer lutherischen Tradition reden wir nicht oft über Maria. Wir sprechen über Johannes den Täufer, über Jesus natürlich. Wir reden über Martin Luther und es gibt sogar, wussten Sie das, Predigten über den Hund von Martin Luther. Tölpel war sein Name. Ja, so heute ist es Maria oder wie ihr Originalname im Aramäischen war, Mirjam, was bedeutet die Erhabene. Oder in der katholischen Kirche wird sie genannt die heilige Jungfrau oder Mutter Gottes, Königin des Himmels. Aber wer war sie? Wer steckt hinter all diesen Titeln? Maria war die einzige Person, die Jesus während seines ganzen irdischen Lebens kannte und liebte. Stellen Sie sich vor, Maria badete ihn, fütterte ihn, wechselte seine Windeln und nähte seine Kleidung. Sie war mit ihm im Tempel, als Jesus 12 Jahre alt war und alle mit seinem Wissen beeindruckte. Sie waren zusammen auf der Hochzeit in Kana, wo Jesus sein erstes Wunder tat, indem er Wasser zu Wein verwandelte. Und sie trieb ihn dazu an. Und sie war in seiner Nähe, als Jesus erklärte, seine wahre Familie sei nicht seine Schwestern und Brüder und seine Eltern, sondern all diejenigen, die nach Gott suchen. Sie stand fassungslos am Kreuz, als er starb, und später begegnete sie ihm als Auferstandenen wieder. Aus der Tradition wissen wir, dass sie selbst dann später als Apostel lehrte und durch die Welt zog und dort ihren Dienst verrichtete. Wir heute in dieser Gemeinde, wir treffen Maria als ein junges Mädchen an. Da war sie vielleicht so 13, 14. Für sie war es eine aufregende Zeit, denn sie war auf dem Weg, eine junge Frau zu werden. Und ihr Vater Joachim hatte schon einen Verlobten für sie ausgesucht, Josef. Und dann beginnt Marias wahre Geschichte. Der Evangelist Lukas erzählt uns, dass ein Engel zu Maria kam und sie ansprach, so wie es Andrea eben las, gegrüßet seist du, Hochbegnadete. Und Maria war natürlich verwirrt und erschrocken. Und der Engel fuhr fort, fürchte dich nicht, du hast Gnade bei Gott gefunden. Fürchte dich nicht. Auch wir hören heute diese Worte, fürchte dich nicht. Habe keine Angst
vor der Zukunft. Habe keine Angst um die, die du liebst. Habe keine Angst vor der Armut, vor der Krankheit oder sogar vor dem Tod. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Fürchte dich nicht. Du bist nicht allein. Und später wird es heißen, fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und Maria hört die Worte des Engels, fürchte dich nicht, und sie hört, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, den sollst du Jesus nennen. Und Maria, stellen sich vor, 13, 14 Jahre, sie war überrascht. Ich bin doch verlobt und noch gar nicht verheiratet. Und der Engel sagt, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und schau, auch deine Cousine Elisabeth ist im hohen Alter schwanger geworden. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und Maria antwortete, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und dann verließ sie, der Engel, und Maria, was sie wohl fühlte. Was meinen Sie? Hatte sie Angst? Verwirrt? Wie in einem Traum gefangen? Sie macht das, was wir tun, wenn wir Hilfe brauchen oder mit jemandem reden müssen. Sie eilt zu ihrer Cousine Elisabeth. Und Elisabeth begrüßt sie und Maria spürt das Kind in ihrem Leib und fängt an zu singen. Das Magnificat. Und was für ein Lied ist es? Gott tut große Dinge. Gottes Zeit überschreitet unser Maß, unser begrenztes Maß. Gottes Zeit umgreift Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und Maria singt, sie singt ihr Lied, gegen den Augenschein singt sie, gegen die Not, gegen das Leid, gegen ihre eigenen Fragen, gegen ihre eigene Verzweiflung. Sie singt, dass Jesus bald der Erhabene, der Höchste genannt wird. Und in Jesus werden sich später diese Worte erfüllen. Auf die Frage Johannes des Täufers wird Jesus nämlich später antworten. Bist du es? Fragt Johannes, der uns endlich Frieden bringen wird. Und Jesus antwortet, Blinde werden sehen und Lahme werden gehen und Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf. Und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Und von allen denen singt von dieser Hoffnung auf Frieden, davon singt Maria. Und in ihrem Lied dreht Gott die Welt einfach um. Unsere Welt, die so beeinflusst ist durch Reichtum und Macht und Schönheit. Und Gott lässt Maria singen, er zerstreut die, die hochmütig sind und engherzig. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen und die Hungrigen füllt er. Gott ist barmherzig. Maria singt sehr deutlich über Gottes Mitleid mit den Armen und wenn wir dieses Lied hören und wenn wir dieses Lied mitsingen wollen, liebe Gemeinde, dann müssen auch wir unsere Herzen öffnen für die, die gering sind in unseren Augen, zu schwach in unseren Augen. Auf der Straße leben und nichts wert sind in unseren Augen. Für die, die unserer Hilfe bedürfen und nicht nur hier in dieser Gemeinde, sondern um uns herum und überall. Ich bin gestern die Commercial-Straße heruntergelaufen und ich habe so viel Leid gesehen und so viel Not. Ich denke, wenn wir alle dieses Lied von der Barmherzigkeit Gottes nur laut singen könnten, auch ein Wunsch, ein Weihnachtswunsch. Aber Maria singt dieses Lied nicht nur für die anderen, Maria singt auch dieses Lied für uns. Wenn wir uns nämlich zu gering fühlen oder zu klein fühlen oder zu schwach fühlen oder zu alt fühlen oder zu hinfällig fühlen, sagt Gott zu uns, du bist geliebt, du bist angenommen. Du bist stark in meinen Augen. Auch du kannst etwas tun, damit diese Welt zu einem Friedensreich wird. Und Gott wählte Maria aus, die 13-jährige Unbekannte aus Nazareth und nicht jemand, der auf dem Thron saß oder jemand, den wir vielleicht kennen als eine Berühmtheit oder jemand, der
bekannt war in aller Welt. Nein, es war Maria, jung, unbedeutend, bescheiden, um sein Ziel zu erfüllen. Und Maria, sie hatte den Mut, daran zu glauben. Sie antwortete nicht wie Mose: Nein, danke, Herr, ich bin das nicht wert. Oder wie der Prophet Jeremia: Wähle du einen anderen, ich kann das nicht. Oder wie Zacharias: Beweise mir erst, Gott, wie ernst du es mit mir meinst. Nein, Maria sagt: Ich glaube an meine Bestimmung, mir geschehe, wie du willst. Und ich denke und glaube, liebe Gemeinde, hier und vor den Bildschirmen, dass so wie Gott Maria erwählte, so wählt er sie und euch und mich hier. Ich glaube, dass wir heute hier als Gemeinde versammelt sind, an diesem Ort und vor den Bildschirmen, weil Gott uns erwählt hat. Gott hat sie und mich und euch erwählt, Gottes Barmherzigkeit und Gottes Frieden in diese Welt zu bringen. Und Gott hat uns nicht wegen unserer Fähigkeiten erwählt, sondern er hat uns unsere Fähigkeiten geschenkt, damit wir ihm mit unseren Fähigkeiten dienen können. Und jeder hat besondere Fähigkeiten. Manchmal ist es schwierig für mich zu glauben, dass ich erwählt bin, um etwas Besonderes zu tun, so wie sie. Und manchmal bin ich mir ganz sicher, Gott hat uns erwählt, dass wir dieses Besondere tun können. Dass wir, wie Maria, Jesus in uns tragen und dann in unsere Welt hinein. Wir sind die liebende Gegenwart Gottes in unserer Welt. Lassen Sie uns den Mut haben, daran zu glauben. Wir sind nicht die verurteilende, zerstörende, richtende Gegenwart Gottes, sondern die gerecht handelnde, liebende und liebend schaffende Gegenwart Gottes. Und wir, jeder Einzelne von uns, trägt Jesus in die Welt hinein, in unsere Familie hinein, in unsere Freundeskreise, in unsere Kirchensitzungen, in unsere Begegnungen, in die Unterhaltungen, in die Gedanken. In der Art und Weise, wie wir anderen begegnen, tragen wir Jesus in die Welt hinein und in unsere Welt. Und noch mehr. Gott hat nicht nur einzelne Menschen gewählt, sondern auch diese Kirche, wie jede andere Kirche, die St. Markus-Gemeinde, damit ihr ein Licht in der Welt seid und werdet. Ihr als Gemeinde seid erwählt, Gott zu dienen. Mit euren Fähigkeiten, mit eurer Liebe, mit dem, was ihr tun könnt, damit diese Welt endlich ein Ort wird, an dem Frieden ist. Frieden zwischen den Menschen. Und Friede beginnt bei jedem und jeder Einzelnen. Als Maria dies erkannte, singt sie ihr Lied. Wem das Herz voll ist, so sagen wir, fließt der Mund über. Und so singt sie: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes, denn er schaut mich an, er erwählt mich, er lässt mich das Gute tun. Bald ist es soweit, Weihnachten, die geweihte, die heilige Nacht, in der Gott als Kind zu uns kommt, durch Maria, tapfere, junge, mutige Maria, und dann durch uns alle. Ich glaube das. Amen.
Wunderbarer Gott, von alters her haben deine Propheten verheißen, dass du den Heiland in die Welt sendest, den Messias. Wir haben sein Licht gesehen und wir warten doch sehnsüchtig, dass er wiederkommt und sein Werk vollendet. Und so kommen wir heute mit unseren Bitten. Du hast Freude versprochen. Voller Sehnsucht bitten wir dich um Freude und Beherztheit, wo deine Kirche lauwarm handelt, um Begeisterung, wo Kraftlosigkeit herrscht, um neue Ideen, wo Müdigkeit und Ausweglosigkeit das Wort geredet wird. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Du hast versprochen, dass die Wüste blühen wird. Voller Sehnsucht bitten wir dich um neues Leben, wo Raubbau und Klimaveränderung Leben vernichtet. Um Gnade, wo die Natur unter der Last der Menschen stöhnt. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Du hast versprochen, dass die Gefangenen frei sein werden. Voller Sehnsucht bitten wir dich für alle, die gefangen sind in ihrer eigenen Vergangenheit. Für alle, die in den Verirrungen ihres Lebens gefangen sind. Für alle, die gefangen sind in Not und Sorge. Für alle, die gefangen sind in einem Gottesbild, das richtet und nicht liebt. Und für alle, die zu Unrecht gefangen sind. Für sie bitten wir dich, Herr, erbarme dich. Und auch heute bitten wir dich für alle, die unter dem Covid-19-Virus leiden und Angst haben vor Omikron. Wir bitten dich für alle, die reisen oder reisen müssen, dass sie gesund bleiben und behütet. Und wir beten in der Stille für das, was uns auf dem Herzen liegt, für Menschen, die uns nahe sind oder auch nicht nahe, und für uns hier. Barmherziger Gott, nimm dich unserer Bitten an und halte die Sehnsucht in uns wach, die Sehnsucht nach einem guten und friedlichen Leben durch Christus, unseren Herrn und Heiland. Und alles, was gesagt ist und ungesagt und alles, was uns noch dem Herzen liegt und nur Gott bekannt ist, legen wir in Gottes Hände und beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht mit Gottes Segen in diese Zeit, in diese wunderbare Adventszeit auf Weihnachten hin. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja.